Hallo, liebe Freunde, schön, dass ihr wieder da seid. Sagt mal, habt ihr Lust auf Suppe? Ja, ich finde auch Suppe geht immer. Und zwar habe ich heute für euch eine spezielle Suppe, und zwar die Gyrosuppe. Ganz einfach, wenig Zutaten, aber total lecker. Habt ihr Lust? Dann schaut weiter und kocht sie nach. Und das sind meine Zutaten. Ich brauche drei Zwiebeln, 2 bis 3 Paprikaschoten, 200 Gramm Schmelzkäse. Ich habe den sahnigen genommen. Dann habe ich mir Nacken ganz klein geschnitten und da Gyros-Gewürz reingegeben. Das hat jetzt über Nacht im Kühlschrank gestanden. Ihr könnt auch Gyros so kaufen, ist natürlich auch möglich. Dann brauche ich Salz und Pfeffer. Dann habe ich noch Salsa. Ihr könnt da auch gerne Chili-Soße nehmen oder Paprikasoße, das geht genauso. Dann brauche ich noch 2 mal Sahne und 700 Milliliter Wasser. Das Ganze geht natürlich auch mit Hähnchenfleisch. Und jetzt zeige ich euch, wie ich es mache. Und anfangen tue ich mit den Zwiebeln. Die schneide ich in feine, gröbere Ringe und dann werde ich die gleich schon einmal anbraten. So, die sind fertig geschnitten, die brate ich jetzt schon mal an. Das ganze Rezept findet ihr wie immer unter dem Video, wenn ihr auf mehr klickt. Weiter geht's mit dem Paprika. Die schneide ich in ganz feine, dünne Streifen. Und wenn die ein bisschen braun geworden sind, dann gebe ich die in meinen Topf, wo die Suppe gekocht werden soll. Jetzt geht es weiter in der Pfanne mit den Paprikastreifen. So, die Paprikas sind auch angeröstet und auch die gebe ich jetzt in meinen Topf. Jetzt gebe ich hier auch schon mal heißes Wasser mit rein. Und dann stelle ich das nämlich schon einmal an. Und jetzt brate ich noch das Gyros ganz kurz an. Ganz scharf, ganz doll einmal anbraten, portionsweise. Und dann gebe ich das sofort mit in die Suppe rein. So, einmal scharf angebraten, ein bisschen rot ist es noch, aber das macht nichts, weil die Suppe kocht ja auch noch und dann zieht das gar. So, das gebe ich auch wieder in meinen Topf. Und die nächste Rutsche wieder anbraten. So, ich habe alles angebraten, es ist alles jetzt hier drin. Jetzt gebe ich die Sahne dazu. Und zwar sind das 2 Pakete bei mir. Ich dachte, 400 Milliliter sind es. Ihr könnt natürlich auch genauso die Bechersahne nehmen. Wenn ich so viel Sahne nehmen möchte, kann auch nur 1,5 nehmen. Jetzt gebe ich schon einmal ein bisschen Salz dazu. Erstmal einen Teelöffel. Abschmecken tun wir nachher nochmal. Und Pfeffer gebe ich auch schon mal rein. Dann fehlt noch der Knoblauch, den habe ich gerieben. Der kommt auch mit rein. Wer keinen Knoblauch mag, lässt es wieder. Aber wer Gyros mag, mag auch Knoblauch. Ihr könnt auch 2 Zehen reingeben. Kein Problem. Jetzt rühre ich das einmal alles um. Ja. Und jetzt gebe ich auch schon die Salsa da rein. Ihr könnt auch Ajwa nehmen oder das. Paprikasoße oder Chilisoße. Ich gebe da jetzt 200 Milliliter rein. Das ist wieder Geschmackssache, wie scharf es für euch sein darf. Und jetzt koche ich das Ganze auf. Und wenn es so, ja, ich denke mal 10, 15 Minuten geköchelt hat, dann gebe ich noch den Schmelzkäse dazu. Der gibt hier nochmal richtig Geschmack. Und den auch noch mal einmal durchrühren, dass er sich auflöst. So, ich habe noch mal abgeschmeckt mit Salz. Da konnte noch ein bisschen was rein. Zucker brauche ich keinen mehr reingeben, weil die Salzersoße ja genug Zucker drin hat. Und jetzt ist die Suppe fertig.
Man kann sie noch variieren mit Mais, kann man reingeben oder auch Pilze, habe ich schon gesehen. Das kann wieder jeder so machen, wie er möchte. Man kann auch noch mehr Sahne reingeben. Und jetzt kann gegessen werden. Wenn es euch wieder gefallen hat, schaltet wieder rein und schaut, was ich das nächste Mal für euch habe. Viel Spaß beim Ausprobieren und wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal, eure Claudia.